Es gab eine Zeit, in der Vampire noch nicht im Tageslicht glitzernde, feuchte Teenager-Träume waren. Diese 10 Spiele über die eiskalten Verführer, spiegelbildlosen Mörder oder auch mal in Taucheranzüge gezwängten Spanner haben wir bis zum Abspann gespielt. Sperrt eure Vampire ein, wenn Uwe Boll durch die Straßen streift. Der legendär schlechte Streifen Blood Rain und seine Fortsetzungen basieren bekanntermaßen auf einem Videospiel aus dem Jahr 2004. Kernthema ist die titelgebende Vampir-Dame Rain, also halb Mensch, halb Blutsauger, deren Mutter von ihrem Erzeuger ermordet wurde. Fortan wird sie von einer mysteriösen Organisation zur Vampirkillerin ausgebildet und sinnt auf Rache. Anti-Vampir-Aufträgen folgend, schnetzelt ihr euch in diesem Hack-and-Slay-Action-Adventure mit Shooter-Elementen quer durch die ganze Welt. Entgegen der Verfilmung ist Blood Rain ein durchaus solides Spiel, dessen Name erst in den Folgejahren durch den Dreck gezogen wurde. Bei Vampire the Masquerade Corduroys of New York handelt es sich um eine Visual Novel, was bedeutet, dass ihr die meiste Zeit über einer Geschichte in Schriftform und mit wunderschön animierten Illustrationen folgt und hin und wieder leidlich relevante Entscheidungen fällt. Ihr erwacht eines Tages als frisch verwandelter Vampir und werdet von einer mysteriösen Gönnerin in die New Yorker Blutsauger-Schickeria eingeführt, in der ihr euch schon bald als Spielball der Mächte inmitten eines heimlichen Krieges hinter den Kulissen der lokalen Vampirclans aus modernen Camarilla und blutrünstigen Anarchen wiederfindet. Das Spiel besticht vor allem durch seine vielen kleinen Nebenhandlungen, die einen faszinierenden Einblick in das vielschichtige Universum von Vampire the Masquerade gewähren. 5 Stunden dauert der Spaß in etwa nur, doch wer danach noch Lust auf mehr hat, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist groß, der kann direkt mit dem Nachfolger Shadows of New York weitermachen. Als Relikt der 80er war es auch für Castlevania irgendwann an der Zeit, sich neu zu erfinden. Unter den wachsamen Augen von Hideo Kojima persönlich entwickelten die späteren Metroid Dread-Entwickler Mercury Steam das 3D-Reboot Castlevania Lords of Shadow. Die klassische Metroidvania-Formel wurde umgedreht wie die sprichwörtliche Leiche im Grab. Für alteingesessene Fans war es vielleicht ein Schlag ins Gesicht, aber mit Gabriel Belmont in bester Kratos-Manier aus der Third-Person-Perspektive allerhand Monster auszupeitschen, ließ frisches Blut durch die Adern der Reihe strömen. Eine grundsolide Basis, um auf der Formel aufzubauen, könnte man meinen. Doch nachdem Lords of Shadow 2 spektakulär floppte, schien Draculas Sarg endgültig begraben worden zu sein. Dämonen und Action-RPGs scheinen irgendwie Hand in Hand zu gehen. The Incredible Adventures of Van Helsing orientiert sich nur lose an der Romanvorlage von Bram Stoker und vermengt den legendären Vampirjäger mit der suchterzeugenden Spielmechanik von Diablo. Während es bei den meisten Vampirspielen meist darum geht, im Dunkeln zu lauern, wird in diesem Spiel beinahe exemplarisch gegensätzlich mit allem drauf losgeballert, was verrückte Wissenschaftler in ihren Labors zusammenbasteln können. Das nicht annähernd so große Budget wie bei Diablo schimmert zwischen den Schatten der Gothic-Noir-Welt von Van Helsing zwar durch, aber mit seiner Mischung aus Monstern, Magie und irrer Alchemie, mit humorvollen Untertönen, zeigt es den sich meist bierernst nehmenden Kollegen die Zähne. Auf den ersten Blick sieht Code Vein nicht nach einem Spiel mit Vampir-Setting aus. Und wenn man mal ehrlich ist, auch nicht auf den zweiten oder auf den dritten. Statt fahlhäutiger Blutsauger mit Reißzähnen lernt ihr hier eine Gruppe Teenager kennen, deren pubertäre Allüren einer Anime-Seifenoper entsprungen scheinen und deren weibliche Mitglieder nur so viel Stoff am Leib tragen, wie gerade ausreicht, um immerhin das Nötigste der riesenhaften Brüste zu verhüllen. Doch tatsächlich befinden wir uns in dem Souls-like-Titel von Bandai Namco in einer postapokalyptischen Welt, in der eine Seuche die letzten Überlebenden mit einem unstillbaren Blutdurst belegt hat, der sie entweder zu Seelen Monstern werden lässt oder sie mit übernatürlichen Kräften ausstattet. Trotz einiger Macken und des gewöhnungsbedürftigen Zeichenstils zählt Code Vein dank exzellentem Kampfsystem und ausgefuchstem Leveldesign zu den besseren Vertretern von Dark Souls-Plagiaten. Die Völker der Menschen und Vampire leben seit Jahrhunderten in einem unsicheren Waffenstillstand. Indem die Menschen regelmäßig ihr Blut wie Steuern an die Vampirherrscher entrichten, erkaufen sie sich ein Leben in zweifelhaftem Frieden. Doch damit soll nun Schluss sein und es entbrennt ein Krieg, in dem jeder der unterschiedlichen Vampir-Clans seine Chance wittert, zum neuen Herrscher über die Welt aufzusteigen. Immortal Realms Vampire Wars ist ein Rundenstrategiespiel im Stile von Heroes of Might and Magic, das sich nicht nur durch sein unverbrauchtes Setting vom großen Vorbild abhebt, sondern auch mit angenehm frischen Spielideen aufwarten kann.
Für Vampir sind die Life is Strange-Schöpfer aus der Haut gefahren und haben dem Teenie-Herzschmerz für ein düsteres Spiel ganz im Stile von Vampire the Masquerade und Bloodborne vorübergehend den Rücken gekehrt. Vampir versetzt euch in die Rolle eines gerade erst zum Vampir gewandelten Arztes nach Ende des Ersten Weltkrieges, dessen Schicksal sich am Scheideweg zwischen Gut und Böse befindet. Je nachdem, ob er seinem Blutdurst nachgibt oder sein Gewissen wahrt, verändert sich die Stimmung in den Straßen Londons, was sich auf den Schwierigkeitsgrad auswirkt. Was vermissen wir die Legacy of Kane-Reihe mit ihrer schon für damalige Verhältnisse ausgefeilten, düsteren Story rund um den Vampir Kane? Im Speziellen die Fortsetzung Soul Reaver war neben dem Sprung zur Third-Person-Perspektive vor allem durch die Möglichkeit zum Wechsel zwischen der materiellen Ebene und der spektralen Ebene, durch den einige geniale Rätsel entstanden, seinerzeit ziemlich voraus. Amy Hennig, die viele vermutlich für die Story von Uncharted kennen, legte schon damals die Grundsteine für ihre einflussreiche Karriere in der Spielebranche. Inhaltlich schlug Soul Reaver einen noch dunkleren Ton an. Vampir Raziel, der noch vor seinem Meister Kane die nächste Stufe in der Entwicklung eines Vampirs erreicht und Flügel ausbildet, wird kurzerhand von diesem um seine neuen Körperteile erleichtert. Wegen dieser Anmaßung zu ewiger Verdammnis in den Seelenstrom gestoßen, schwört der schrecklich entstellte Raziel mit seinen neuen Fähigkeiten auf Rache. Gerüchte um eine Wiederbelebung der Reihe kursieren seit Jahren, haben sich aber leider bis heute nicht bewahrheitet. Auch wenn sich Vampire the Masquerade Bloodlines 2 seit Jahren in der Entwicklungshölle befindet, gibt es einen Grund, warum der auf der Pen-and-Paper-Vorlage basierende Titel immer noch so heiß erwartet wird. Der geniale Vorgänger, Vampire the Masquerade Bloodlines aus dem Jahr 2004, setzte Maßstäbe, die in vielerlei Hinsicht bis heute unerreicht bleiben. Vor allem die große Entscheidungsfreiheit und die verzweigenden Geschichten sorgten für den anhaltenden Kultstatus des Rollenspiels. Je nachdem, welche Klasse ihr anfangs wählt, beziehungsweise welchen der extrem unterschiedlichen Vampirclans ihr beitretet, entwickeln sich Dialoge, ganze Szenen und wesentliche Teile der Story in jedem Spieldurchlauf vollkommen anders. Auch inszenatorisch war Bloodlines eine Sensation. Der Level in der Geistervilla gilt auch heute noch als einer der unheimlichsten der Spielegeschichte. Doch auch der Humor kam nicht zu kurz. Versucht mal, in der Rolle eines fledermausartigen Nosferatu mit einer Verkehrsampel zu sprechen und ihr erlebt, was wirklicher Wahnsinn ist. Leider war der Release seinerzeit von derart vielen Bugs überschattet, dass Bloodlines nie der Erfolg vergönnt war, den es verdient gehabt hätte. Wie könnten wir uns über Vampirspiele unterhalten, ohne über Castlevania zu sprechen? Auch wenn Konami heutzutage kaum noch Interesse am Videospielgeschäft und seinen legendären Marken zu zeigen scheint, haben wir dem Studio die genreprägende Reihe zu verdanken, die mit Symphony of the Night an der Spitze angeführt wird. Der PlayStation-Ableger verband die besten Elemente seiner Vorgänger und verband sie zu einem wahren Meisterwerk. Epische Bosskämpfe und die frühe Version einer offenen Welt in Verbindung mit RPG-Elementen machten Symphony of the Night zum Goldstandard der Reihe. Auch wenn sich Alucards Abenteuer nicht besonders gut verkaufte, erarbeitete es sich aber nach und nach den Ruf eines Kultklassikers.